Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, am letzten Montag, am 31. Oktober, hat der Stadtrat in einer Sondersitzung Maßnahmen im A-Verlauf zwischen Heppingen und den Lohsdorfer Auen bzw. der Ehlinger Senke diskutiert, beraten und auch entschieden. Fokus der Diskussion war und ist die Engstelle am Bahnhof Heimersheim, denn an dieser Stelle haben wir auf der einen Seite die Landskrone und auf der anderen Seite die B266. Diese Stelle ist mit der A-Stelle an der bunten Kuh die engste Stelle für die A im Stadtgebiet. Ziel der Diskussion, aber auch der Entscheidungen war, der A genau an dieser Stelle deutlich mehr Raum zu geben. Das heißt, den Abflussquerschnitt deutlich zu vergrößern, denn an dieser Stelle sind in der Flutnacht durch den Rückstau der A und das Zurückfließen der A Menschen ums Leben gekommen. Und deshalb war es auch gut und wichtig, in einer Sondersitzung den kompletten Rahmen dieses Gebiets zu diskutieren. Dem Ziel, der A doch mehr Raum zu geben, hat sich die Arbeitsgruppe 1 im Arbeitskreis Fluthilfe Heimersheim verschrieben. Und ich sage an der Stelle herzlich Danke für diese ehrenamtliche Arbeit, die dort von vielen, vielen Menschen gemacht wurde, nämlich Ideen entwickelt, wie wir an dieser Stelle künftig A, künftig aber auch B266 und Bahnhof denken sollen. Danke, denn viele dieser Ideen sind in die Ratsbeschlüsse mit eingeflossen. Wir haben in diesem ganzen Quartier Diskussionen und Fragen, die mindestens 12 Behörden betreffen. Daran mag man erkennen, dass wir mit dem Ratsbeschluss nicht den gordischen Knoten durchschlagen können, sondern hier Stück für Stück in die Erarbeitung von Lösungen gegangen werden muss und in die Diskussion mit den beteiligten Behörden. Das beginnt bei der Bahn, das endet beim Bund als derjenige, der für die B266 letztlich zuständig ist. Und wir wissen auch, dass wir an dieser Stelle Beschlüsse gefasst haben, für deren Umsetzung wir nicht zuständig sind. Ich habe eben schon angedeutet, wie viele Behörden dort beteiligt sind. Und wenn es um Bundesstraße, um Landesstraße und Bahn geht, haben Stadt und Kreis keine Letztentscheidungskompetenzen. Und dennoch fühlen wir uns nicht als Bittsteller in dieser Frage. Denn hier, ich habe es eben schon erwähnt, geht es um Menschenleben, um das Verhindern, dass Menschen umkommen oder an ihrer Gesundheit Schaden leiden. Also werden wir diese Forderungen, die wir postuliert haben, auch sehr deutlich und klar gegenüber Landes- und Bundesbehörden kommunizieren. Wir sind keine Bittsteller in dieser Frage. Wir haben hier einen klaren Fokus darauf, Menschen gehen vor Verkehr. Und genau das war auch die Botschaft des Stadtrates am letzten Montag. Am Ende des Videos werden wir auf die Vorlage und auf das, was der Rat beschlossen hat, noch einmal hinweisen. Ich will aber ganz kurz die Beschlüsse im Einzelnen zumindest anreißen. Zum einen haben wir für die Verlegung des Bahnhaltepunktes Heimersheim in Richtung Lohsdorf plädiert, mit Blick darauf, dass wir an der Stelle dann der A durch die Verlegung der Gleise noch einmal deutlich mehr Raum schaffen können. Am Ende des Beitrags werden wir noch einmal die Beschlüsse des Stadtrates zeigen bzw. einen Link bekannt geben, wo man die Dinge nachlesen kann. Ich möchte aber an der Stelle die wesentlichen Beschlüsse noch einmal zusammenfassen. Einmal
hat der Rat für die Verlegung des Bahnhaltepunkts Zeimersheim in Richtung Osten, also in Richtung Lohsdorf, plädiert. Dadurch wird es möglich, dass die Bahngleise deutlicher zusammengeführt werden im Bereich Heimersheim an dieser Engstelle und dadurch der A auch mehr Raum gegeben. Zum anderen wollen wir einen zusätzlichen Bahnhaltepunkt in Heppingen. Dann ist auch gewährleistet, dass für alle Bereiche, sowohl in Heimersheim wie auch in den Stadtteilen Lohsdorf, Ehlingen, Grehen, aber eben auch Heppingen und Johannesberg noch einmal eine deutliche Verbesserung der ÖPNV-Anbindung Bahn möglich ist. Der Fokus der Diskussion, aber auch der Beschlussfassung war aber die Engstelle selbst, also die beiden flankierenden und eingrenzenden Bereiche, nämlich Landskrone auf der einen Seite und B266 auf der anderen Seite. Daher hat der Stadtrat sehr deutlich entschieden, dass wir gegenüber Land und Bund auf einen signifikanten Rückbau der B266 an dieser Stelle hinwirken wollen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die Landskrone selbst. Und hier geht es auch darum, noch einmal die Stützwand, die von der Klosterprümstraße Auffahrt auf die L80 Richtung Heppingen ja immer schon ein Problem war, jetzt auch in diesem Zuge deutlich Richtung Süden, Richtung Norden verschoben wird, nämlich auch an der Stelle noch einmal die Landskrone angegriffen wird und ein Stück weit zurückgebaut wird. Eine neue Stützwand, damit an dieser eigentlichen Engstelle auch mehr Raum geschaffen wird. Darauf lag der Fokus. Dann hat es Diskussionen gegeben über die Streifigkeit, also wie viele Fahrspuren soll die B266 künftig haben. Das Entscheidende ist, dass der Rückbau mindestens zur Hälfte geschafft wird. Wie viele Streifen anschließend befahrbar sind oder als Standstreifen nutzbar sind, ist fast zweitrangig. Jedenfalls für unser vordringliches Ziel, der A mehr Raum zu geben. Ein weiterer Beschluss hat die Lohsdorfer Auen betroffen. Dieser Bereich, der ja erkennbar, da hat die A sich erkennbar ganz neue Wege erschlossen. Dieser Bereich war naturschutzfachlich wesentlich und soll es auch für die Zukunft sein. Aber gleichzeitig hat der Rat die Ortsumgehung Lohsdorf noch einmal sehr deutlich betont und die Notwendigkeit einer solchen Ortsumgehung. Und auch diese Ortsumgehung darf nur zweistreifig geplant und gebaut werden. Das ist unsere feste Überzeugung. Last but not least hat der Rat zum Thema Ehlinger Senke einen Beschluss gefasst, nämlich durch die Autobahn 571, die im Prinzip Ehlingen einschließt, fließt kein Wasser ab Richtung A. Das hat dazu geführt, dass sich in Ehlingen sehr viel Wasser gestaut hat und nicht abfließen konnte. Das wollen wir in Zukunft anders. Hier muss ein Durchlassbauwerk, das sowohl für Fußgänger wie auch für Radfahrer nutzbar ist, errichtet werden. Das hat man damals beim Bau der A571 entweder vergessen oder bewusst nicht gemacht. Auf jeden Fall für Ehlingen eine schlechte Lösung, so wie wir sie jetzt haben. Hier muss dringend nachgeholt werden, was nicht erfolgt ist damals. Summa summarum erkennt man, alles hängt mit allem zusammen, gerade in diesem Bereich. Und hier haben wir dicke Bretter zu bohren. Aber ich glaube, gemeinsam mit dem Arbeitskreis Fluthilfe, mit dem Engagement der Bürger und mit dem festen Willen des Rates und der Verwaltung an diesen Punkten sehr klar und deutlich zu formulieren und sich dafür einzusetzen, werden wir Erfolg haben. Ihnen wünsche ich
Alles Gute, Mut und Zuversicht. Ihr Guido Ochten.